I'm looking for a yellow bone, long hair star. Star. Thick and hips, come get in my car. So safety, like a red shit on brown. I probably shouldn't be around you, cause you get wild. I've got the shoes, I've got the dress that makes me a princess, I guess. Yeah. Yeah. Es ist so wild. Darf ich euch zwei Fragen stellen? Ja. Wie aufgeregt seid ihr? Sehr. Okay, und wie aufgeregt bist du? Okay, und worauf freut ihr euch am meisten? Weil Luna weiß man immer, es ist alles so extrem, weil die ja auch sehr viel Community tun. Wow, the pressure is getting worse. Ladies, ich bin jetzt in der Schildshow-Halle, wo morgen um 19 Uhr der Livestream beginnt. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Sachen. Alles wird noch aufgebaut. Also hier wird überall ein pinker Teppich ausgerollt und bis nach oben ein rosa Vorhang. Also es wird richtig crazy aussehen. Dann auch noch mit diesen geilen Regisseurstühlen von Shades, krank. Die angefertigten Roben sind hier auch schon ready. Hier seht ihr ein wenig die Bühne von hinten. Wir schauen uns mal von vorne an. Und die Shades-Bühne und das mit den Lichtern. Das wird geisteskrank morgen aussehen. So, jetzt gehen wir auch mal ein bisschen rum und gucken uns mal die Shadeswear Models an. Belle, ne? Yes. Und du bist aus Berlin angereist, oder? Ich bin aus Berlin gekommen, genau. So, und hier haben wir einmal die Vanessa. Woher bist du denn angereist? Ich komme aus London. So, und hier haben wir einmal die Jade. Where are you from? I'm from Belgium. Alle einen weiten Weg auf sich genommen, um heute live hier zu sein. Und da sitzt einmal die Nona. Hey, ich habe Nonas TikTok-Kanal und zwar eine Frage habe ich an euch. Was denkt ihr, wer der zweite Musik-Act heute ist? Tatsächlich ein Liver. Ich glaube, das wird ein Liver. Wir machen uns jetzt zusammen zu Ende ready und währenddessen lernt ihr mich besser kennen. Numero uno für mich, das beste Essen ist Sushi, guter Döner, Tapas und Fijon. Wenn Leute die gleichen Kindheitsserien wie ich geschaut haben, dann ist es für mich ein Fakt, dass wir uns gut verstehen werden. Das heißt, wenn du Hannah Montana geschaut hast, die Sache ist durch. Ich habe jede einzelne Modern Family Folge früher gekauft, weil da war irgendwie Netflix noch nicht so richtig. Und immer, wenn meine Mom abends arbeiten gegangen ist, hat sie gesagt, du darfst dir eine Folge runterladen für 2,99 €. Und dann habe ich mir immer eine runtergeladen. Das heißt, this shit raced me, Freunde. Ich war heute Feli in Berlin besuchen und wir sind in ein Sushi-Restaurant gegangen und es war einfach so ein krasses Sushi, was wir da gegessen haben. Natürlich muss als erstes Edamame gegönnt werden. Danach dachten wir uns, komm, gehen wir alleine einfach mal durch die Straßen Berlin spazieren, haben dann einen Kiosk gefunden und haben uns dann das neue Red Bull geholt, um das zu testen. Der Kioskbesitzer war schon so leicht komisch drauf, dafür haben wir das Red Bull günstiger bekommen. Dann sind wir weitergelaufen, dann kamen irgendwelche Typen und meinten, nee, die Straße geht hier besser nicht. Das heißt, wir sind ganz, ganz schnell wieder umgedreht, aber es war nice. F-R-E-K. I'm a movie, I should be on replay. I'm gonna F-U-C-K. Bei mir verschwinden einfach wie als wäre ein schwarzes Loch in der Waschmaschine immer Socken und Unterwäsche und ich kann nicht durch Berlin stolzieren ohne Socken und Unterwäsche. Das heißt, ich musste die mir ganz fix nachholen. Ich bin also ganz fix zu Hunkemöller gefahren und ich wollte mir wirklich nur ein BH holen und Socken. Aber Freunde, es geht einfach nicht anders. Es gibt so viele coole Sachen und deswegen, ja, sind es ein paar mehr Sachen geworden und ich bin echt enttäuscht von mir selber. Und im Auto habe ich dann einfach diese Bilder bekommen und zwar sind die von meinem Vater aus Rio und zwar sind es Kostüme, die beim Shades Festival dann unter anderem getragen werden. Die restlichen werden noch angefertigt und auf Instagram mache ich euch jetzt einen Hunkemöller Haul. Mädels, wisst ihr, wie oft ich am Tag irgendwelche Nachrichten bekomme, dass ihr am Arsch seid wegen irgendeinem Dude? Und nee, es reicht mir langsam. Weil die Storys sich immer und immer wiederholen, der Dude hat am Anfang viel Aufmerksamkeit gegeben, jetzt auf einmal nicht mehr. You don't mess with people that play games, okay? Ihr seid zu gut für sowas. Wir sind hier nicht wieder im Kindergarten, wir sind erwachsene Frauen. Es gibt auf der Welt, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht glaubt, aber ich versichere es euch, so viele Typen, die Interesse an euch hätten. Lasst euch nicht aufhalten von irgendeinem Spacko. Manchmal ist es aber worth, für die eine Person zu kämpfen. Aber nicht, wenn sie euch einfach keine Aufmerksamkeit mehr gibt. Bitte macht einfach Musik an und realisiert, was für geile Mädels ihr seid, okay? Danke. Wir fahren jetzt, ich kann es gar nicht fassen, in die Luxus Arena. Nicht als Besucher, sondern als
Celebrities. Nein. Keanu hat leider nicht den Dresscode erfüllt. Es hieß eigentlich All Black, er ist All Grey. What the fuck? Das ist so komisch, doch. By the way, haben wir gerade September 2022. Das heißt, wir sind aus der Vergangenheit. Ja, also so ist der Besprechungsraum. Geil, es gibt Snacks. Okay, wir sind draußen. Es war unfassbar. Ein krankes Gefühl. Es war unfassbar. Und wenn selbst die Leute von der Langfest sagen, es ist geisteskrank, die daily sowas krasses haben, dann ist das geisteskrank. Als allererstes gönnen wir uns jetzt erstmal ein Gläschen. Hallo? Let's talk about what we deserve und wie ich das beim Shades Festival einbauen möchte. Wir kennen alle diese Filmszenen. Die Ladies waren shoppen und gehen mit solchen Tüten durch die Streets. Mit 13 war ich mit meiner besten Freundin bei einem YouTuber-Event. Diese großen YouTuber haben bei diesem Event alles umsonst bekommen. Ich war so, ich will das auch. Und dieses Prinzip möchte ich ins Shades Festival bringen. Dass es dort viele Stände gibt, so Beauty-Stände, auch Stände für Boyfriends, wo ihr zum Beispiel Räder drehen könnt. Und dann so Sachen bekommt wie Lippenstifte oder andere Beauty-Produkte, damit ihr so aus dem Festival rausgehen könnt. Und Dienstag kommt eine weitere Ankündigung zum Shades Festival. Ansonsten nehme ich euch eh immer auf Insta mit. Also, wir sehen uns da.